Moin Leute, ihr seid absolut der Hit. Heute machen wir an einem Projekt weiter, was schon ein bisschen länger wieder zurückliegt. Hab mal spekuliert. Ich glaube zuletzt habe ich am 15.11. davon ein Video gepostet. Und zwar, es handelt sich um die Lilane Bruch Maxi 2. Das absolut seltene Stück, das haben wir ja zerlegt, gewisse Sachen in WD-40 eingelegt, also die alten Schrauben, die originalen Schrauben, weil wir die erhalten wollten. Dann natürlich Tank wurde gemacht, weil der extrem gammelig war, jetzt wieder alles richtig geil und nice. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist eigentlich aus den Schrauben geworden? Was passiert, wenn die eigentlich so 1,5 Monate im WD-40 liegen? Und deswegen machen wir heute absolut weiter an der Lila Maxi 2, damit die schnell ins Büro kommt und safe ist. Heftig, also WD-40 ist auf jeden Fall noch drin, ne? Das wundert mich eigentlich, ich hätte eher gedacht, dass wir irgendwie so ein bisschen verdunstet oder so, also wirklich viel fehlt da nicht. Und wenn man mal so schüttelt und sich die Schrauben anguckt und Metallteile, also sieht richtig clean aus. Absolut geil. Lass da mal ein bisschen was umfüllen, um die Schrauben anzuschauen. So, da läuft das schon. Das geht eigentlich erstaunlich. Ist natürlich ein bisschen schmutzig geworden. Aber es ist natürlich gut, weil das den Schmutz abgetragen hat von den Schrauben. Weil das natürlich mega cool ist, noch die originalen Schrauben wieder in der Lilane Maxi verbaut zu haben, um einfach das Teil aufs Detail original zu haben. So, die Plüre ist abgelaufen. Und jetzt sehen wir hier schon die ersten Teile. Ein bisschen angelaufen war das damals schon. Kann man so, tatsächlich, das kann man fast schon so abwischen. Denk mal da noch einmal kurz mit einer Messingbürste drüber oder Politur. Dann ist zum Beispiel dieser Abstandshalter. Bei den ersten war das ja so aus Alu. Bei den ersten Ausführungen ist er auch wieder richtig clean. Also nice. Auch hier, wenn wir uns mal die Kontermutter angucken. Der dicke Schmutz ist runtergegangen. Wieder richtig schön sauber. Das ist ja vom Lenkkopflager. Echt cool, also das gefällt mir sehr gut, da vergesse ich gerne mein Projekt, 1,5 Monate. Schön die Motorschrauben hier, also wenn man die geil putzt, heftig wird das wieder cool. Glänzt auch wieder fast wie neu, also absolut Hammer. Was sagt die Lenkkopfmami denn? So, zack, 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 zack. Richtig cool, also das darf sich später sehen lassen. Jetzt mal eine Schraube, die ein bisschen gammeliger war. Hier vom Gepäckträger, weil die Muttern, die waren im Radlauf. Die ist natürlich rustikal und die Mutter, die werden einfach erneuert. Also, na gut, die sitzen ja am Radlauf, also sieht man das nicht unbedingt. Und ist besser, als sie wieder rostig zusammenzuschrauben. Das ist dann auch keine Lösung. Aber wichtig ist, dass die Schraube an sich noch schön ist, die mit Messingbürste im sauber geputzt und danach sieht das wieder absolut geil aus. So, was haben wir sonst noch versteckt? Kettenspanner sind hier natürlich auch wieder richtig cool. Finde die Original noch einfach nur klasse, weil diese Nachbau haben ja oft so einen dicken Kopf und das lädt nicht mooi. Also sieht nicht schön aus auf Hochdeutsch. Hier von der Sattelstange oder im Sattelstangenbereich. Sieht auch wieder richtig cool aus. Was machen denn die Hubmuttern so, die so ein bisschen angelaufen sind? Teilweise sind die noch so ein bisschen angelaufen, aber nicht mehr so schlimm wie anfangs. Und ich finde, so ein bisschen patiniert darf das sein. Anschließend steht die ja sowieso nur noch warm im oder in geheizten Räumen, also ist das sehr cool und keine weitere Konservierungsmöglichkeiten oder muss nicht weiter konserviert werden. Absolut nice. Was gibt es sonst noch so? Dieser Ring, der sitzt ja quasi über der Kontermutter vom Lenkkopflager da und Gabelbrücke als Abstandshalter. Wenn man jetzt noch hier unten reinguckt, ist da noch so ein bisschen Schlamm drin versteckt. Das lässt sich natürlich alles abputzen. Echt cool. Also schon gut, wenn man das länger einweichen lässt.
So, hab die Schrauben fertig geputzt. Das sieht wieder richtig geil aus. Bin mal echt gespannt, wie die fertig aussieht. Auf jeden Fall, eins ist auch noch sehr interessant euch zu erklären, wenn ich das gerade schon so sehe. Ja, Motorbolzen. Original haben die Motorbolzen nur eine Unterlegscheibe verbaut gehabt. Und zwar auf der Seite, wo die Mutter sitzt. Auf der anderen Seite haben die nie eine zwischengesetzt. Ganz interessant. Der Motor ist außerdem auch schon wieder richtig blitzeblank geworden. Echt nice. Muss man kurz aufpassen wegen Schatten. Auch so, wenn ihr mal zwischen den Kühlrippen guckt. Ich stelle mal kurz ein bisschen schärfer. Alles wieder richtig schön sauber im Detail. Auch hinten. So liebe ich das. Ich mag das nicht, wenn das irgendwie zu schmutzig ist oder so. Ansonsten finde ich, lohnt sich die ganze Mühe nicht. Auch von unten ist er wieder richtig schön sauber. Ich heb den mal an. So, hier seht ihr es auf jeden Fall. Tipptopp. Ganz ein bisschen Schmutz ist da noch, aber na gut. 100% geht nie, aber trotzdem relativ sollte das schon sauber sein. Weil auf Kühlrippen und sowas schaut man immer zwischendurch. Es ging irgendwie ganz easy sauber zu machen, trotz dass er stark verschmutzt war. Hab hier so ein WD-40 Spezial Universalreiniger. Hier so. Musste ich einfach nur einsprühen. Hab das mehrmals gemacht, so hintereinander. So alle 10 Minuten, eine Stunde lang. Und danach konnte ich das so sauber wischen. Also. Tipptopp, war auch richtig überrascht, wie einfach das ging. Sonst hatte ich da teilweise mehr mit zu kämpfen. Echt cool. Hier noch kurz die Felgen, die sind auch wieder richtig cool geworden. Auch wenn man mal so guckt, schön in den Radnaben poliert und so. Auch hinten alles wieder richtig clean, sauber. Also, da habe ich natürlich viel Zeit zwischendurch mal investiert. Immer wenn ich mal ein paar Minuten hatte, wurden die schön sauber gemacht und geputzt. Absolut nice. Das war's außerdem schon wieder mit dem Video. Lass unbedingt ein Like da, abonniere uns, drück auf die Glocke, dann verpasst du nichts und zieh da unbedingt die nächsten Teile rein zu Lilane Maxi. Die wird wieder fein zusammengebaut, landet im Büro und so. Absolut mega. Bis dann, euer Holger von Holgers Lifestyle.